für die nächste Gruppe rufe ich schon mal Lars, Jonathan und Tess auf die Bühne. Die haben sich ganz viel Gedanken um den Schulalltag gemacht, wie man den verbessern kann, wie man sich auch vielleicht selbst in der Schule verbessern kann. Und vor allem ganz großes Motto: Kommunikation. Bühne frei. Ah, perfekt. Also, kennen wir nicht alle, kennen oder kannten wir nicht alle das Problem. Wir hatten ganz viele Noten in unserer Schule, in unserer Laufbahn von diesem letzten vergangenen Schuljahr. Aber wir haben keine Ahnung, in welchem Fach wir welche Noten hatten oder auch, wie wir uns in dem Fach verbessert oder verschlechtert haben. Und wenn man dann genauso das Problem wie ich hat, erstmal zu sagen, Blätter sind altmodisch, ich will nichts auf Blättern ausrechnen und außerdem, ich kann nicht Kopf rechnen. Warum schreibt man sich dann nicht einfach ein Programm oder schreibt es in eine Excel-Tabelle, um sich den Durchschnitt ausrechnen zu lassen? Mein Mathelehrer hat mir immer gesagt, naja, im Matheunterricht lernt man doch, wie man einen Durchschnitt bildet, deswegen kann man das auch auf dem Papier machen. Ich habe mir gedacht, gut, ich kann programmieren, ich schreibe einfach mal ein Programm, das es mir macht. Informatiker sind faul, Entschuldigung. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, ein Programm zu schreiben, das übersetzt Lernen heißt, also Manabu, weil wir auch ziemlich viel an diesem Programm gelernt haben, indem man einfach seine Noten eingeben kann und dadurch dann nach Fächern sortiert den Durchschnitt bekommt. Also wir zeigen euch das jetzt kurz. Wir haben hier eine Web-App, wie schon gesagt. Am Anfang mit einem Login, indem wir uns mit einem Nutzername und einem Passwort anmelden, damit nicht jeden seine Noten einsehen kann. Sobald wir uns angemeldet haben, kommen wir auf ein Interface, in dem man einen Baum hat, weil es ist für unsere Meinung nach eine sehr schöne Darstellungsweise für alle möglichen Fächer. Ein Baum oder ein Interface, wie wir es hier sehen, auf dem alle möglichen Fächer, die man hat und in welchen man Noten hat, dargestellt werden. Man kann einfach auf eins von diesen draufklicken. Wir sehen auch dahinter jeweils den Durchschnitt. Und sobald wir draufgeklickt haben, sehen wir alle möglichen Noten, die wir jetzt schon in diesem Schuljahr oder in der Periode, in der wir die Noten eingetragen haben, in diesem Fach hatten. Wir sehen hier jeweils die Note und die Gewichtung, weil Klassenarbeiten und mündliche Noten oder Ähnliches nicht immer gleich viel mit in die Note mit einfließen. Natürlich können wir jetzt auch eine neue Klassenarbeit anlegen, in Anführungszeichen. Heißt, wenn wir eine neue Klassenarbeit geschrieben haben, zurückbekommen haben, sagen wir, in welchem Fach wir diese Klassenarbeit geschrieben haben oder die mündliche Note bekommen haben, können eine Note eingeben von und deren Gewichtung. Wir können jetzt, ja, haben das mit Kommazahlen gelöst, einfach weil es am übersichtlichsten ist. Wir tragen die ein. Und damit Leute auch eine 1 plus schreiben können. Gibt's immer. Und wir tragen die ein und werden auf die Seite weitergeleitet von dem Fach. Wir sehen, ganz unten ist jetzt die neue Note eingetragen und der Durchschnitt hat sich aktualisiert. Auch ganz wichtig ist, dass man sich wieder abmelden kann. Und jetzt kann man nicht mehr drauf zugreifen. Auch eine kleine Sache, die relativ wichtig ist. Sobald man abgemeldet ist, kann man nicht mehr auf die vorherige Seite zugreifen. Also kann auch niemand über euren Browserverlauf eure Noten einsehen. Was uns schon weiter zum Technischen bringt. Natürlich haben wir das Ganze hier als Web-App gestaltet, bedeutet, das Frontend ist mit HTML und CSS gemacht und im Hintergrund läuft, wie auch bei einer anderen Gruppe, eine Datenbank mit MySQL, in der wir dann die Noten speichern, die Nutzer speichern, die dann natürlich auch ihr Passwort ändern können, beziehungsweise nach Fächern sortieren. Nochmal weiter, da wir natürlich mit sensiblen Daten umgehen, muss das Passwort auch gut geschützt sein. Da benutzen wir eine Funktion, die ein Passwort unsichtbar, in Anführungszeichen, in die Datenbank schreibt. Für die, die wissen, was es ist, ein Hash. Dadurch kann man eben dann nicht mehr zurückvollziehen, was für ein Passwort man eingegeben hat. Aber das Programm kann immer noch überprüfen, ob das Passwort, das man zum Einmelden hat, richtig war. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, nichts mehr. Genau, es gibt nur eine Sache. Schulen können es relativ einfach installieren.
da wir noch eine Dokumentation schreiben werden, werden hier auch ein paar Sachen noch nicht ganz fertig, da hat uns leider die Zeit nicht gereicht. Die werden wir noch verändern oder können wir noch verändern in Zukunft. Und wir wollen nämlich noch unsere Designerin gratulieren, dass sie wirklich den Baum sehr toll gezeichnet hat. Und da bitte ich nochmal um Applaus. Vielen Dank, Lars, Jonathan und Tess, für diese wunderbare Präsentation. Mir hat das Projekt sehr gut gefallen. Ja. Euer Applaus.